Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin de Sagi und das ist de Tilly und kennst du noch von der Werbung früher, Miss Tilly? Ja. Fällt mir gerade so auf. Weißt du noch, bei Palmolive oder so? Sie baden gerade ihre Hände. Ja, warst du das? Nee. Na, jedenfalls Till und sein Vlog, das ist eigentlich sein Kanal. Heute ist er hier bei uns bei Schoki Banoki und wir reden über den 7. Oktober. Und am 7. Oktober hat Geburtstag Toni Braxton. Toni Braxton, kennst du ihn noch? Ja, aber als ich jetzt gerade das Bild sah, habe ich im ersten Moment gedacht, Halle Berry, aber nein. Nee, Toni Braxton ist das. Kennst du noch das Lied von der, das berühmte? Nein, aber du wirst es gleich sehen. Unbreak my heart und so weiter. Kennst du nicht, ne? Nee, das war 1996. Auf jeden Fall 1967 ist Toni Braxton geboren. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ja, so. 7 Jahre vorher. 7 Jahre vorher war was? Da war Kinostart in Deutschland für einen Oscar-prämierten Film und zwar Psycho. Ja, 1960 also. Ja, aber der war ja, hast du ihn gesehen eigentlich? Ich muss zugeben, ich habe ihn nie gesehen. Nee? Nein. Der ist auch gar nicht so schlimm. Also ich kenne nur so die Szenen, die man so kennt. Ja, also die Duschszene. Mit dem Badevorhang und sowas. Ja, ja. Der ja immer wieder, dieser Badevorhang kam ja immer wieder in allen möglichen Filmen, kam dieser Badevorhang vor. Ne? Also Badevorhang ist so ein Klassiker. Duschvorhang nennt man ihn auch. Ist doch scheißegal. Jedenfalls dieser Duschvorhang, der kam immer wieder vor und wurde immer wieder adaptiert sozusagen aus diesem Film heraus. Dabei ist dieser Film jetzt nicht so der... So schlimm, ja. Also es würde mich jetzt mal interessieren. Damalige Zeit natürlich. War es wirklich der erste Film, in dem jemand in der Dusche hinter einem Duschvorhang ermordet wurde? Auf jeden Fall auf der großen Kinoleinwand. Hm. Also so spektakulär finde ich es jetzt nicht. Habe ich keinen Bock drauf, sagt der Till. Oder denkt er jetzt. Mist. Ja. Aber am 7. Oktober ist auch ein anderer Film erschienen. Kennst du War Games? Ja. Hast du ihn gesehen? Nein. Der ist auf jeden Fall am 7. Oktober erschienen und das 1983. War Games mit Matthew Broderick. Matthew Broderick kennen wir auch von? Ach, du fragst mich? Ich dachte, du fragst die Zuschauer. Die können mir nicht antworten. Ja, aber die können es in die Kommentare schreiben. Ja, aus welchem Film kennen wir noch Matthew Broderick? Ich sag jetzt noch einen, der mir einfällt. Den anderen habe ich jetzt gerade nicht auf der... Ach doch, zwei habe ich. Zwei habe ich auf der Pfanne. Also, einen habe ich noch. Das ist Ferris macht Blau. Kennst du den? Nein. Du kennst, sag mal, hast du schon mal Filme geguckt irgendwann mal? Ab und zu ja. Aber wann denn? Wann hast du damit angefangen? Letzte Woche oder was? Also, Ferris macht Blau ist ein Kultfilm mit Jennifer Grey und sowas. Ich hab gehört, du fühlst dich krank. Kopfweh, Fieber, Gott sei Dank. Drum bin ich hier und lass mich blicken, denn ich bin Schwester und lieb das. Und dann macht er die Tür zu. Okay. Kennst du nicht? Nein. Ah, so eine Krankenschwester. Ja, das dachte ich mir jetzt. Ja, genau. Egal. Aber gut, dass ich das irgendwie... Man hat ja so Erinnerungsfragmente aus dem Kopf, die braucht man eigentlich nie. Aber manchmal ja, was war jetzt der zweite Film? Achso, der zweite Film ist, entschuldigen Sie, Project X. Mit so einem Affen, der irgendwie so Zeug lernt und so ein Kram und dann irgendwie die Welt rettet, glaube ich, oder sowas. Also auf jeden Fall Filme, die die Welt braucht. Großes Kino. Übrigens 1979. Oh, oh, oh. Ja, was war da? Da wurden zum ersten Mal Abgeordnete der Grünen in ein Landesparlament gewählt. Ah, und zwar okay. In Bremen. In Bremen, genau. Ja, also Landesparlament ist dann wieder relativ, weil Bremen, ja, Stadtstaat. Also ja, aber trotzdem, da ging es los. Ja. Mit den Grünen. In Bremen wurden sie ins Land... Wann war das? 1979. Ja. Was alles 1979 passiert ist. Und das war am 7. Oktober. So, und wir haben jetzt ganz viel über den 7. Oktober gelernt. Und jetzt geht ihr raus und erzählt... was alles am 7. Oktober passiert ist. Das ihr erzählt euren Freunden, denen ihr auch diese News quasi weitergebt, den könnt ihr erzählen von diesem Kanal und von meinem Kanal. Ja, Schoki Banoki, New Television und Till und sein Vlog. Richtig. Ja, und wenn ihr das gecheckt habt, geht ihr in die Kneipe und gebt mal richtig an und macht mal einen richtigen Aufriss heute mit diesem Wissen. Weil schlau gewinnt. Cheerio, Miss Sophie.